Der frühere belgische Ministerpräsident und langjährige Präsident der Konservativen im Europaparlament, Wilfried Martens, ist tot. Das bestätigte die Europäische Volkspartei, deren Gründungsmitglied er war. Martens war von 1979 bis 1992 mit kurzer Unterbrechung Ministerpräsident von Belgien. Der Vlaame stand in dieser Zeit insgesamt 10 belgischen Regierungen vor. Seit 1990 stand Martens an der Spitze der EVP. Wegen Gesundheitsproblemen hatte er sein Amt vor wenigen Tagen abgegeben.